So, wir gehen jetzt gleich von einem Extrem ins andere. Nachdem ich das letzte Mal die exklusive Stimulation Shisha vorgestellt habe mit einem sehr hohen Preis, kommt heute etwas preisgünstigeres an die Reihe. In diesem Karton befindet sich von Aladdin die MVP 460. Das ist eine kleine Edelstahlpfeife, die preislich bei 100 Euro liegt und damit bei einem ziemlich tiefen Preis. Und ich werde heute mit euch das Ganze auspacken, schauen, wie es verarbeitet ist und ob die Pfeife für 100 Euro ein Schnäppchen ist oder ob es sich lohnt, sie zu kaufen. So, also die Pfeife kommt in diesem Karton hier, hier mit dem Aladdin-Schriftzug und dem Modellnamen. Ich werde das Ganze jetzt mal aufmachen. Ich habe die Pfeife schon mal rausgenommen, um meinen Daily Kopfwarm mit ihr zu machen. Aber ich habe alles wieder so versorgt, wie es war. Das ist etwas interessant, dass das Ganze hier so aufgeht. So, ich werde jetzt wieder alle einzelnen Teile Stück für Stück auspacken und euch zeigen, was es ist und wie es verarbeitet ist. Aber zuerst noch etwas zur Verpackung. Als ihr seht, hier ist alles mit Schaumstoff gesichert. Jedes Teil ist an seinem Platz, wenn ich hier das mal rausnehme. So, dann seht ihr hier, die Bowl ist hier schön eingelassen und da kann also wirklich nichts kaputt gehen beim Transport, was schon mal sehr positiv ist. So, also hier seht ihr jetzt den gesamten Lieferumfang. Ich fange hier bei der Gebrauchsanweisung an. Ich finde das sehr interessant, dass das dabei ist. Das habe ich noch nicht so viel gesehen. Und hier ist wirklich alles ganz genau erklärt, wie man die Pfeife aufbaut, welches Teil wohin kommt und wofür es ist. Und das finde ich schon mal sehr gut, vor allem für Anfänger, denn manchmal gibt es doch Probleme, um herauszukriegen, welches Teil jetzt wohin kommt. Ich werde jetzt mal versuchen, das Ganze ohne die Anleitung aufzubauen. Ich denke, es sollte das schaffen. Wir beginnen hier ganz unten bei der Bowl. Also die Bowl hat eine ganz schlichte Form. Wie ihr hier seht, die ist einfach so leicht gewölbt, aber noch ästhetisch. Und hier unten dran sind noch diese kleinen Gumminoppen, die dafür da sind, dass man die Base etwas härter aufsetzen kann und die Base, die Bowl weniger schnell kaputt geht. Das ist auch schon mal sehr schön. Dann gehen wir jetzt zum Tauchrohr rüber. Ich schraube es kurz von der Base ab hier. So, hier seht ihr das Tauchrohr und hier finde ich es sehr schön, hier hat es einen verstellbaren Diffusor integriert. Also wenn man diesen Anschluss hier so weit unten hat, wirkt der Diffusor nicht, weil alle Löcher abgedeckt sind. Und wenn man ihn so hoch nimmt, dann hat man einen Diffusor mit verschiedener Stärke. Das finde ich sehr schön, dass das bei einer 100 Euro Pfeife mit dabei ist. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich werde jetzt mit Diffusor rauchen, da das Volumen hier in der Bowl nicht allzu groß ist. Und dann, wenn man ohne Diffusor raucht, besteht die Gefahr, dass Wasser in den Schlauch gelangt, wenn man festzieht. Deswegen werde ich jetzt einmal mit Diffusor rauchen. So, ich werde hier das Tauchrohr in die Base schrauben. Die Gewinde laufen okay, also es ist jetzt nicht wie bei einer Smoke Labs zum Beispiel, dass die Butter weich laufen. Aber wenn man die noch etwas einölt, dann geht das auf jeden Fall klar. Aber es hat keine scharfen Kanten und so. Also es ist so ein stabiles Gewinde. Jetzt nicht oberes Level von der Verarbeitung her, aber das ist bei dem Preis auch nicht zu erwarten. Hier nochmal ein etwas schönes Detail. Man sieht, dass sich die Base hier auch, ähnlich wie bei der Hooker Jackie Brown, so richtig schön in dem Base-Anschluss drin versenkt. Also schlussendlich ist die Base nur dieser kleine Teil hier und das da unten ist alles an die Bowl geleimt. Das finde ich sehr schön, dass das so rauskommt. Hier seht ihr das Tauchrohr, die Rauchsäule. Die Rauchsäule ist auch sehr schlicht gehalten. Also ja, zum Optischen muss schlussendlich ja jeder selber entscheiden, wie er es findet. Ich werde dazu jetzt noch nicht so viel sagen. Im Fazit werde ich dann natürlich meine Meinung dazu sagen.
Auch hier läuft das Gewinde wieder okay, also nicht butterweich, aber auch nicht, es verhakt nicht oder hat keine scharfen Kanten. So, dann kommen wir schon zum Teller. Der Teller ist mit Schliff auf der Rauchsäule befestigt. Ich werde den hier einmal kurz draufschaben. Und hier noch ein sehr schönes Detail, das man auch nicht bei jeder Pfeife in diesem Preissegment sieht. Ist jetzt sehr schwer zu erkennen, aber die Kopfadapterdichtung hier, also den Anschluss für den Kopfadapter, hat ganz feine Rillen drauf. Also man hört es, wenn ich hier drüber fahre. Das ist nicht glatt und das verhindert einfach, dass die Kopfdichtung samt dem Kopf abrutschen kann, wenn man rauchen ist. Das ist mir auch schon mal passiert, das ist dann wirklich nicht schön, weil dann fällt der gesamte Kopf runter und das will niemand. Also ist ein sehr schönes Detail, das hier verarbeitet ist. So, der Teller kommt hier einfach drauf. Dann war noch dieses Mundstück hier dabei. Vom Gewicht her würde ich sagen, dass es Alu ist, also es hat eine sehr schöne Eloxierung, sagt man, glaube ich, bei Aluminium. Das ist schwarz und glänzt noch schön leicht. Ist wirklich sehr schön, liegt auch sehr gut in der Hand. Ist nicht allzu wuchtig, aber ich finde, es passt zu der Pfeife. Die ist auch eher klein und filigran. Dann war noch eine Gummidichtung dabei für den Kopf. Die mache ich auch gleich mal drauf. Eine Knickschutzfeder für den Schlauch. Und ein Standard-Tonkopf. Hier finde ich es etwas schade, es war kein Kaminaufsatz dabei. Also für mich ist eine Pfeife im Komplettset halt auch mit Ton- und Kaminkopf. Weil ich denke, also ich rauche ohnehin nicht mit solchen Tonköpfen. Aber wenn man damit raucht, dann mit Kamin. Deshalb wäre es schön gewesen, wenn da noch ein Kamin mit dabei gewesen wäre. Aber ja, ich werde ohnehin mit dem Funnel rauchen. Und dann war noch dieser Silikonschlauch hier in matt-schwarz mit dabei. Der sieht auch schön aus, also das ist Standard-Silikonschlauch. Hier noch mit dem Aladdin-Logo drauf. Ich werde beim Rauchen auch wieder meine eigenen Schlauch und Mundstück verwenden, da ich einfach finde, dass neue Schläuche und Mundstücke meist noch so einen leichten China-Geschmack haben. Und ich gerne etwas eine Zeit lang damit rauche, damit dieser weggeht. Und ja, deshalb werde ich mit meinem eigenen Mundstück und Schlauch rauchen. So, ich werde das Ganze jetzt mal komplett aufbauen. So, hier den Schlauch rein. Und den Kopf. Beim Karton aufräumen habe ich noch in den Tiefen des Styropors eine Zange gefunden. Also die ist auch im Lieferumfang enthalten. Das ist einfach eine Standard-Kohlezange, also die es in den meisten Sets mit dazu gibt. Aber ich benutze diese Zange eigentlich noch gerne, da sie sehr leicht gehen und wenn man hier vorne noch so leichte Spitzen reinbiegt, hat man sehr gute Kontrollen über die Kohlen. Also ja, das ist auch noch dabei, das hätte ich beinahe in den Müll geworfen. Ich werde jetzt mal Wasser einfüllen, damit ihr seht, bis wo der Wasserstand etwa gehen wird und dann können wir auch schon anfangen mit dem guten Stück zu rauchen. So, hier seht ihr jetzt noch den Wasserstand. Also ich habe das Ganze etwa 1 bis 2 cm über den unteren Rand des Tauchrohrs gefüllt. Und ich denke, so wird das gut laufen und man hat auch nicht die Gefahr, dass das Wasser in den Schlauch hochspritzen wird. So, hier seht ihr jetzt nochmal die Pfeife, komplett wie sie im Lieferumfang drin war. Ich werde jetzt, wie vorhin schon erwähnt, meinen eigenen Schlauch und mein eigenes Mundstück dran machen und auch noch einen anderen Kopf drauf machen und dann sehen wir uns schon beim Rauchverhalten wieder. So, dann komme ich jetzt zum Rauchverhalten. Ich habe mir ein leckeres Köpfchen Somo Strong Mint im Somo Alpaca Funnel gebaut. Das Ganze läuft eins, ja. Aber wir kommen jetzt zur Pfeife. Also das Rauchverhalten gefällt mir sehr gut, so wie ich es jetzt eingefüllt habe. Also nochmal, ich habe den Diffusor ganz frei gemacht, also dass alle drei Löcher frei sind und etwa 2 cm über den Rand gefüllt. Und so hat man einen sehr angenehmen Durchzug, also es ist jetzt nicht so ein Durchzugmonster, bei dem man einfach zieht und man gleich die Lunge voll hat. Das gefällt mir gar nicht. Das ist ja bei einigen Glaspfeifen so.
sowas gefällt mir überhaupt nicht. Also so finde ich den Durchzug sehr angenehm. Ich denke, wenn man noch etwas weniger Wasser reintun würde, wäre noch etwas leichter. Aber ich denke, der Durchzug wird immer etwas strenger sein, da man hier doch sehr kleine Durchmesser hat. Aber das stört mich überhaupt nicht. Für mich passt das so. Vorhin habe ich auch noch vergessen zu erwähnen, dass die Pfeife ein Closed Chamber System hat. Also man kann hier mit einmal auspusten die komplette Bowl leeren, da sie auch so ein kleines Volumen hat. Ich zeige euch das mal kurz. Die Bowl ist leer. Also es funktioniert wirklich top. Das ist auch ein guter Pluspunkt, da man dann gut auspusten kann, wenn der Kopf mal etwas drückt. Zu der Optik noch. Das ist halt immer Geschmackssache. Ich kann nur sagen, wie sie mir gefällt. Aber ihr müsst da selber entscheiden, ob sie euch gefällt, was euch gefällt und was nicht. Also ich finde sie sehr schön. Ich finde schlichte kleine Pfeifen ohnehin sehr gut und praktisch. Also es muss nicht immer so ein riesen Brummer sein. Das Einzige, was mich etwas stört, ist, dass der Schlauchanschluss hier so lang ist. Also ich finde, der steht etwas raus. Wenn man den vielleicht halb so lang gemacht hätte, es würde wahrscheinlich immer noch funktionieren mit dem Schliff, fände ich sie etwas ästhetischer. Aber alles in allem finde ich sie eigentlich schön, klein und schlicht. Zum Fazit zu der gesamten Pfeife. Also die Pfeife kostet ja 99 Euro und ich denke, für den Preis ist sie wirklich super. Also die Verarbeitung habe ich keine groben Mängel gefunden. Sie ist überall dicht, sie lässt sich gut rauchen, also man hat da überhaupt keine Einbußen. Auch die Gewinde laufen gut, also sie sind jetzt nicht, wie vorhin schon erwähnt, butterweich, wie bei höherpreisigen Pfeifen, aber das kann man auch nicht erwarten für diesen Preis hier. Ich denke, diese Pfeife ist eine gute Wahl für Leute, die sich die erste Pfeife kaufen, da ich oft gefragt werde, was für Pfeifen gibt es unter 100 Euro. Da wäre das hier eine Option. Also mit Edelstahl kann man ohnehin fast nichts falsch machen, da man da nicht so viel Kalkbildung hat und das Material um einiges länger hält. Also ich würde jedem empfehlen, sich Edelstahlpfeifen zu holen. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Vom Lieferumfang her, wie gesagt, etwas schade, dass kein Kaminaufsatz dabei war. Und hier ist halt auch kein Molassefänger mit dabei. Aber ich finde, die Pfeife wäre auch gut zum Beispiel zum mit an Festivals, an den See, an den Strand oder so zu nehmen, da sie sehr handlich und leicht ist. Und da braucht man ohnehin keinen Molassefänger, da nur die Bruchgefahr wieder größer ist. Also alles in allem, gute Einsteigerpfeife, gute Pfeife für unterwegs, Urlaub, Strand, See. Und ja, ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo man auf YouTube sagt, lasst ein Like da und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ich freue mich auf jede Rückmeldung, wie immer, wie das Review war, wie ihr es so findet, was ich noch verbessern kann, da es ja erst mein zweites Video ist. Bin ich froh, wenn ihr mir da Feedback gebt. Die letzten Kommentare waren sehr positiv, das hat mich sehr gefreut. Und ich verabschiede mich jetzt wie beim Daily Kopfbau mit einem Ring zum Schluss.